Seid gegrüßt, der Wolfmengan hier, mit dem 21. Part unseres Let's Plays mit dem Nekromanten in Guild Wars 2. Wir haben ja im letzten Part Königsthal fertig gemacht und begeben uns jetzt auf den Weg zur Story. Und dann sehen wir mal, was uns dort erwartet. Yep, die Instanz bitte betreten. Stimmen der Vergangenheit. Ich rufe mal vorsichtshalber schon einmal unsere Minions. Glaubt mir, Tiergefährten sind nie ganz zahm, sondern nur Bestien an der Leine. Habt ihr mir das Amulett geschickt? Könnt ihr mir etwas über meine Familie verraten? Bitte, ich muss es wissen. Ja, Held von Shaymore. Ich dachte mir, dass ihr interessiert seid. Aber ich will nicht nur mit euch reden. Ich bin hier, um euch wieder mit euren Eltern zusammenzubringen. Zusammen? Wo sind sie? Warum haben sie nicht eher nach mir gesucht? Nun habt euch nicht so. Ich bin weit gereist, um euch zu finden. Und ich bin sicher, sie werden euch alles erklären, wenn ihr euch gleich trefft. In den Nebeln! Angriff! War klar. Heldentod. Ich brauche mir Hilfe! Oh. Ich bin der Leibhaftige Tod. Oh, hey. Lass meinen Staub! So. Okay, das war schon. Haltet durch, Fremder. Die glänzende Klinge ist da. Ja, toll. Wenn man sich mal überlegt, aus die glänzende Klinge aus Guild Wars 1. Also für die, die Guild Wars 1 kennen. Ja. Durch. Die dreckigen Hunde kommen in Rudeln. Och, sollen sie ruhig. Das ständige Unterbrechen, das nervt mich extrem. Er siegt. Ja, hat so was anderes erwartet. Jupp, hau doch ab. Da kommen dann die nächsten. Ich wechsle mal kurz die Waffe auf Stab. Sehr gut. Ja, ja. Minions rufen. Ja, da komme ich irgendwie dann doch mit Messmann ein bisschen besser klar. Ich habe mich ja nun mal für den Necro entschieden. Daher machen wir halt mit dem Necro weiter. Wie viele Wellen kommen denn noch? Ja. Okay, jetzt kommen die Bosse. Dann dürfte das jetzt entweder die letzte oder vorletzte Welle sein. Schön unterbrochen. Okay, da springt noch nicht wirklich viel. Später wird das ordentlich Schaden machen. Ach, da sind noch welche. Mal ein bisschen Pein drauf.
und ein bisschen aussaugen. Furcht. Blutung. Mal zu Atem, dann müssen wir reden. Ja. Okay. Gute Arbeit, wie ihr diese elenden Kultisten erledigt habt. Möge Grant sie richten. Ich bin Vorstreiterin Salia von der glänzenden Klinge. Das hier ist Vorstreiter Mehit. Sehr erfreut. Ihr sagtet, das waren Kultisten? Der weiße Mantel, um genau zu sein. Uralte Feinde Kryters. Sie nehmen sich oft Verteidiger des Königreichs und seiner Königin zum Ziel. Ich dachte, der weiße Mantel sei nur ein Gruselmärchen, das man Kindern am Irrkönigstag erzählt. Woher haben die das Amulett meiner Eltern? Und wieso wollen sie mich töten? Sie sind sehr real, wie ihr gemerkt habt. Und dem Symbol auf dem Amulett nachzuurteilen, war eure Familie dem Königreich gegenüber wohl sehr loyal. Ein Zeichen königlicher Gunst? Interessant. Wahrscheinlich von Königin Jennas Vater, würde ich sagen. Wir sind unterwegs, um ein Versteck des weißen Mantels anzugreifen, das wir neulich entdeckt haben. Eine Jagdhütte bei Beetletoon. Das wird gefährlich, aber die Kultisten dort könnten Näheres wissen. Ich glaube, ich kenne die Hütte. Ich werde euch begleiten. Versucht gar nicht erst, es mir auszureden. Ich kann euch beim Angriff helfen und vielleicht erfahre ich, was aus meinen Eltern wurde. Gute Idee. So, okay. Vitalität oder Kraft 9. Ja. Nehmen wir erstmal das mit Kraft 9. H. Ausrüstung. Und das müsste, glaube ich, der richtige... Nee. Das war der falsche Ring. Das ist der richtige Ring. So. Und dann können wir auch hier wieder raus. Müssen wir halt nach Beetletoon. Kommt mir irgendwie bekannt vor. So. Erstmal gucken, was wir bekommen haben. 2 Beutel. Naja. Na. Okay, den Beutel, den kann man nicht gebrauchen. Können wir rein theoretisch verkaufen, wenn wir es denn wollten. Und dann da geht's hin. Okay, würde ich sagen, ist egal, welchen Weg wir gehen. Nimmt sich beides nicht wirklich viel. So. Also für diejenigen, die das nicht wissen, der Weiße Mantel war eine Gruppierung in Guild Wars 1, die den Leuten da Ärger gemacht haben, beziehungsweise es war relativ spät eine Eventkette, so wie jetzt zum Beispiel Halloween-Event etc. War ganz lustig, hat Spaß gemacht. Ich glaube, ich helfe ihnen da mal. Brauche ich nicht. Auch gut. Dann geht's hier nämlich weiter. Und betreten. Wie spät haben wir es? Okay. Na, dann kommt er. Schön, euch bei uns zu wissen. Zeigen wir es den Eiferern vom weißen Mantel.
Okay. Aber gerne doch. Erhebe dich, meine Kreatur! Da ist die Klinge. Schnappt sie euch! Okay, als Nekro sollte man vielleicht nicht unbedingt gerade mittendrin stehen. Auch wenn man schon ein bisschen höher ist. Ihr seht, ja. Vorwärts, mein Diener. Ich hab dann doch leichte Probleme. Haltet sie auf! Upsala. Ja, ein bisschen hier aus dem Flammenrost. Ja. Nicht nur du. So. Und soweit ich weiß, geht's dann hier hoch. Genau. Patch daneben. Oh, hier kommen aber eine ganze Menge. Aber noch haben wir hier alles relativ gut im Griff. So, hier sind erstmal keine mehr. Du gehörst zu uns. Sonst hättest du uns ja auch gleich angegriffen. Dann geht's, glaube ich, hier rauf. Ups. Hier drüben sind sie. Helft mir, sie zurückzuhalten. Oh. Oh. Erfrischend, denkt ihr, schafft mich? Habe ich doch schon. Der Klinge. Tötet sie alle! Okay, wo kommen... Ach, da kommen sie. Jetzt gehe ich mal ein bisschen auf Stab hier. Damit man ein bisschen größeren Flächenschaden macht. Viel mehr von diesen Kakerlaken, als ich erwartet habe. Och. Wenn du weißt, wüsstest, was ich weiß. Ups, falsche Richtung. Da geht's runter. Haltet sie vom Keller fern. Zu spät. Ups, falsche Taste, entschuldigt. Gegen die Tür treten. Inkompetenter Idiot! Versagen reicht nicht! Müsst ihr auch noch die glänzende Klinge zu uns führen? Ich glaube, damals war das sogar, dass die glänzende Klinge
dass es im Endeffekt genau umgekehrt war. Aber das ist leider schon etwas länger her, da weiß ich es leider nicht mehr genau. Lebe meine Marionette! Ach nee, auch schon aufgefallen. Machen wir also mal ein bisschen blind. Einmal explodieren, zweites Mal explodieren. Nochmal drehen. Und dann war's das. Informationen geben. Wir müssen den Ort durchsuchen. Hey, ich hab etwas gefunden. Eine Liste mit Namen. Hauptmann Thackeray, Gräfin Anis und noch ein paar. Hier steht mein Name und als Anmerkung dahinter: Held von Shaymore, Kind der Spione der Königin? Bei Grants Mähne. Das ist eine Liste von Zielpersonen. Jede dieser Personen unterstützt die Königin. Wenn sie all diese Leute ausschalten... Das werden wir nicht zulassen. Aber als erstes muss ich Hauptmann Thackeray warnen. Ich kann ihn dieser Gefahr nicht allein überlassen. Vielleicht kann er uns sogar helfen. Ihr habt recht. Anis mag es nicht, wenn wir Informationen einfach so weitergeben. Aber dies ist ein Notfall. Wir treffen uns in Thackerays Schreibstube. Passt auf euch auf. Ja klar. Machen wir. So, dann gehen wir hier einmal raus. Und gehen dann hier zu Hauptmann Thackerays Schreibstube, wie sie es so schön nannte. Ja, jetzt dauert es wahrscheinlich mit dem Laden wieder so lange. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich wieder da bin, wollte ich sagen, aber okay, das hat sich dann schon erledigt. Dann betreten wir mal die Instanz und sprechen mit Hauptmann Thackeray. Wie konntet ihr, dass sie die Listen mit hineinziehen? Nicht mal. Nein. Ihr schaut zornig drein. Was gibt es? Wir haben erfahren, dass der Weiße Mantel versucht hat, die Verbündeten der Königin auszuschalten. Mein Name stand auf einer Liste von Zielen, die wir fanden. Auch der Eure, der Gräfin und weitere. Der Weiße Mantel? Diese Asseln dürfen sich nicht weiter ausbreiten. Ich mobilisiere die Seraphen und rotte diesen Kult aus. Nein, Logan. Ihr habt so lange gegen Zentauren gekämpft. Der Weiße Mantel ist ein verschlagener Feind. Er sieht eure Schritte voraus und manövriert euch ins Abseits. Die glänzende Klinge kämpft schon lange gegen den Mantel. Die besten Mittel gegen sie sind Tarnung und List. Wir müssen schnell sein. Sie wissen wahrscheinlich eh schon, dass wir kommen. Unser Held von Shaymore hat uns bereits sehr geholfen. Vielleicht habt ihr ja noch mehr Informationen für uns. Stimmt. Also, ihr habt die Wahl. Tarnung oder offen gezeigte Stärke. Also, ich muss dazu sagen, ich bin da eher für die Tarnung. Genau, in eine Falle zu locken. So. Jetzt könnten wir uns einen Stab aussuchen, beziehungsweise können uns einen Stab aussuchen. Ich gucke mal gerade, was ich hier für einen Stab habe. Zustand gibt es leider momentan nicht. Macht nichts, dann nehmen wir einen Kraftstab. Hier ist es allerdings so, wenn ihr hier zum Beispiel noch einen Skin nicht habt, könnt ihr euch den natürlich hier alles erledigt holen. Ich habe inzwischen alle, daher ist das nicht das Problem. So, dann gehen wir raus. Gucken kurz, was hier in den
Sachen drin ist. Naja. Ein Zustandsschaden mehr, okay. Okay, das können wir eigentlich alles wieder das wollte ich nicht wieder verwerten. Macht nichts. Egal. Den hatte ich nämlich vergessen. Und das nächste Mal nehmen wir dann auch wieder eine Schüssel Candy Corn. Beziehungsweise, ich weiß nicht, 19 Minuten noch. Ja, da müssen wir dann halt mal schauen. So, wo müssen wir hin? Ach, in den Kessex-Hügel müsste das sein, ne? Ja. Okay. Dann gehe ich hier noch kurz hoch. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich jederzeit. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Euer Wolf Mengan.